It's Clifford Andrews here from broadcasting from Norwich in the UK, and I've got my great friend and translator Annette in, where are you, Annette? In Heidelberg, I guess, aren't you? I'm near Heidelberg, yes. Near Heidelberg, yeah. Okay, so great. So can you see my screen now? Yes, I can. And can you see the picture of us? Yes. You can, great. And I hope everyone who's listening in can see the pictures too. Okay, so I just want to tell you a little bit about how I got into this work. I actually started, I read quite a bit of Peter Levine's work. Und wie ich dazu gekommen bin, ich habe ziemlich viel von Peter Levine gelesen. And the interesting thing about Peter Levine is his work is based on observations that he made of how animals deal with stress. Und Peter Levine hat tatsächlich seine Beobachtungen basieren darauf, wie er tatsächlich Tiere beobachtet hat, wie sie umgehen mit Stress, was sie tun, wie sie darauf reagieren. Okay, and the deeper I got into it, and also with the experiences of my clients that I worked with, the more I realized that we can actually map the TCM and Shiatsu functions of the meridians with the natural physiological responses. Und so, bis ich tiefer eingestiegen bin in die Arbeit mit meinen Klienten, wir können das tatsächlich dann auch rückverfolgen in der TCM und mit den Funktionen auch der Meridiane, wie zum Beispiel jetzt hier als nächstes eingeblendet ist, die körperliche Reaktion, also was passiert dann, Kampf oder Flucht. Und okay. Was dann passiert ist, die Nebenniere arbeitet, schüttet zum Beispiel Adrenalin aus, Noradrenalin, je nachdem. Okay, and the... one of the first responses that we have when we're put under stress or trauma is the so-called adrenal response or the fight or flight reflex. Und das ist das, was ich jetzt schon vorweggenommen hatte. I actually already said that. Oh, did you? I thought it was long. Yeah. Do you know what? I thought because you put it on there. So I thought, Annette, I thought that's. I thought that was. You see, this is the problem when you work with the translator for so long, is she starts getting ahead of you. Okay, have you done this already, Annette? No, I have not. You haven't, right? Well, okay, fair enough. Okay, then, and the next thing that happens, if we go back to what happens when an animal tries to run away or tries to fight, if that is an unsuccessful response, in other words, they're running away, they're just about to be caught by the predator. Okay, then what they'll do is they'll then go into the freeze response. Also bei Tieren zum Beispiel, noch mal darauf zurückzukommen, wenn sie nicht erfolgreich waren mit dem Flüchten zum Beispiel und sie kurz davor stehen praktisch, dass sie eben von dem, der sie verfolgt, der sie fressen möchte, erwischt werden, dann gehen sie, wie es auf Englisch so schön heißt, in die sogenannte Freeze Response, also in so eine Art Schockstarre. Also sie frieren dann ein und bewegen sich einfach gar nicht mehr. That looks amazing in German. Schockstarre. That's amazing. It's amazing. Well, it's like a shock, you know, like freezing into shock position. Whatever. Freezing into shock. I was trying to, you know, freeze response does not really. I mean, okay. Yeah, so and the reason that animals do that is because predators are programmed to chase after moving prey. That's why they do it. Und warum die Tiere das machen, dass sie praktisch in diese Gefrierstarre oder in dieses Einfrieren, in diese Schockstarre gehen, ist, weil eben die Tiere, die sie fressen, also ihre Verfolger, sind darauf programmiert, dass sie eben sich bewegendes jagen. Und wenn sie sich dann nicht mehr bewegen, versuchen sie sich sozusagen dadurch zu schützen. And quite often if you're an animal and you freeze, the predator will then go racing off after another antelope that's running away because they see that as an alive piece of prey. So they'll tend to do that. So that's a kind of response that can sometimes save you. Und deswegen ist es eben, kann es passieren, wenn man eben in dieses Gefrieren, in dieses Einfrieren geht und stehen bleibt einfach und verharrt, dass eben das Tier, was einen verfolgt, sich dann eher eine sich bewegende Antilope raussucht, weil sie eben das als Beuteschema hat. Okay, now the next thing that happens is if the freeze response doesn't work and the animal is actually going to be eaten, then what happens is they have this dissociation phase, which is where they actually kind of leave their body, the consciousness leaves their body, and that's nature's way of protecting animals from pain because they won't feel any pain. They'll literally be out of their body when that occurs. And it happens with humans too. Und die nächste Phase, also wenn es eben auch nicht geklappt hat, das heißt, wenn wir jetzt zur nächsten Phase kommen, zur Dissoziation, dann, wenn das Tier praktisch gegessen wird, dann entsteht eben das, dass es sich, davon praktisch vom Körper trennt. Das heißt, das Bewusstsein verlässt den Körper, um so das Tier vor Schmerzen zu schützen. Und das kann eben auch bei Menschen der Fall sein. Yeah, okay, so now what happens, this is a fascinating part of what happens, is that if the animal actually doesn't get eaten by the predator and the predator goes away, then what will happen is that they, this is the thing that Peter Levine found the most interesting thing, is that they will actually discharge the energy of the trauma response. And they do that, the animal will do it by violently shaking. It's a completely involuntary, violent shaking. Und das Faszinierende, was passiert, eben wenn sie jetzt nicht gegessen werden, doch nicht aufgefressen werden, das ist eben das, was Peter Levine herausgefunden hat in der Beobachtung von Tieren, ist das sogenannte Entladen, also eine Art Entladung. Das heißt, das Tier schüttelt sich wie verrückt, ganz wild, um das Trauma, sagen wir jetzt einfach mal, abzuschütteln. And the interesting thing he noticed was that if they managed to discharge that through fully discharging it through the shaking, they would then trot off quite happily and just go back and show no signs at all of any residual trauma. This was an amazing thing. Und das Erstaunliche daran, wenn sie das tatsächlich schaffen, das eben durch dieses Entladen, also abzuschütteln, komplett abzuschütteln, dann sieht es so aus, als könnten sie das einfach wirklich abschütteln und sozusagen relativ entspannt und unbeschädigt und nicht mit irgendwelchem Trauma, was sich eben im Körper dann verweilt oder mitgetragen wird, trotten sie dann einfach weiter davon. Now the interesting thing, of course, is that human beings have the ability to do that, but almost always the discharge process is not allowed to take place because it's quite a frightening thing when you see someone really, really shaking. So what tends to happen is people with the best of intentions around them will say, oh, don't worry, don't cry, it's okay, you're all right. And they'll, and also the person who's shaking will suppress it because it's socially unacceptable. And that's what happens with humans time and again. Und bei Menschen ist es so, dass wir tatsächlich auch diese Fähigkeit eigentlich haben oder hätten, über dieses Entladen, über dieses Schütteln, das wieder loszuwerden, aber es ist einfach so praktisch sozial nicht so gut angesehen, nicht wirklich anerkannt. Es ist eher ein etwas Erschreckendes, wenn man jemanden sieht, der sich wirklich ganz wild schüttelt und versucht eben das zu entladen, sondern die Menschen um ihn herum versuchen dann vielleicht zu sagen, mach dir keine Sorgen oder wein nicht, es ist alles nicht so schlimm. Und sie unterdrücken das dann eben, weil es eben, wie gesagt, sozial nicht wirklich so anerkannt ist, sich wild zu schütteln und zu entladen. Okay, so actually we've got someone put their hand up. Gertrude has put their hand up, but the thing is I've not got any audio connection with her as far as I can see, so if you can get your audio connected, Gertrude, then we can put you on, or you can type your question in the box, type your question in the box. Gertrude hat anscheinend die Hand gehoben und möchte eine Frage stellen. Bisher gibt es keine Audioverbindung, deswegen bitte, wenn du eine hast, die Audioverbindung herstellen oder einfach die Frage eintippen unten in das Kästchen. Okay, I'm just checking to see whether we've got any questions here. No, we haven't got any questions, just people saying hi. Es gibt keine Fragen, Leute sagen nur Hallo. Okay, let's find out something about your shiatsu. And in fact, actually, I think I've just got one poll for this. Let me just see. Yeah, just that's it. I think I've got a couple. I want to just find out how long you've been practicing shiatsu. Also was ich jetzt eben als nächstes gerne wissen möchte, ist, für wie lange Zeit praktiziert ihr schon Shiatsu? Wow. Und ihr könnt hier sehen, 0 bis 3 Jahre, 4 bis 6, 7 bis 9, 10 bis 20 oder mehr als 21 Jahre. Das dürft ihr jetzt wieder anklicken. Wow, we've got a pretty experienced group here. Anyone else would like to vote? We're up to 86% now. Gibt es noch jemand, der noch abstimmen möchte, der noch nicht abgestimmt hat? Es haben bisher 86% abgestimmt. Wow. Okay. Should we close it up? Yeah, and publish it. Okay, so look at this. We've got like 29%. We've got a third of the group have got between 10 and 20 years experience, and 16. Like if you add it together, we've got like nearly half the whole group have got over 10 years experience. That's pretty impressive. Okay. Also wie ihr sehen könnt, wenn man es sieht, ganz unten 10 bis 20 Jahre oder mehr als 21 Jahre, wenn man das zusammenzählt, haben fast die Hälfte, haben so viel Shiatsu-Erfahrung von den Teilnehmern heute Abend. Yeah, so I'm going to just do one more poll. This is the last poll I've got actually, and it's about how confident are you in understanding and treating stress and trauma with Shiatsu and TCM? Let's just see what kind of confidence level you've got. Noch eine weitere Umfrage an euch. Wie vertraut seid ihr damit? Wie zuversichtlich seid ihr mit dem Verständnis und dem Arbeiten und Behandeln von Stress und Trauma mit Shiatsu und TCM? Seid ihr eher sehr zuverlässig, sehr vertraut damit? Okay, and the options. Neutral, nicht so vertraut oder absolut nicht vertraut mit dem Ganzen. Yeah, you just translated what I was going to say. I just translated it because it's yeah, it's okay, that's fine, that's good. Yeah. Okay, let's see. Just a few people are thinking about it. I haven't got, I didn't put a not sure, that's probably why it's taking a bit longer. Yeah. Okay, should we publish that and just see? Okay, it's quite well spread there. We've got 3% very confident. We've got about a third of you are confident, so that's good. 32% neutral, but we've got about a third of the whole group who feel unconfident. Well, let's hope by the end of the webinar they'll feel a lot more confident about working. That's great. Okay, good. So let's go. Ja, vertraut sind nur 3%, wie ihr sehen könnt, die mittleren 30%, die anderen. Ja, auch ein Drittel, die nicht vertraut sind oder eher sehr unsicher, und hoffentlich wird es dann anders sein am Ende dieses Webinars. Okay, now we're going to do an exercise now. Okay? Yes. So, all right. Eine Übung. So you have, what you need is you need a piece of paper and some pens. We'll just give you a minute to go and get some paper and pens, and Nicole and I will do it here too. I'm going to do it with you. Should we get the paper? Okay, und wir machen jetzt tatsächlich eine Übung gemeinsam. Das heißt, ihr habt jetzt auch eine Minute Zeit oder zwei, um schnell aufzustehen, und vielleicht, wenn ihr noch kein Papier und noch keine Stifte habt, dann holt euch bitte Papier und Stifte, sodass ihr was aufschreiben oder aufmalen könnt. Okay, so just give everyone a few more seconds to get their paper. Ja, noch ein bisschen Zeit, dass ihr vielleicht euer Papier noch holen könnt. Okay, so now when you've got your paper, if you divide it into two boxes, and we're going to do like a somatic exercise on ourselves, okay? Und ihr malt dann zwei große Kästchen da drauf, und wir machen eine somatische Übung sozusagen für uns selbst, an uns, ein Selbstversuch. Okay, so I'd like you to stand up. We're just standing up here. Also steht auf. And we're just going to shake out. Und dann schütteln wir uns aus. Okay, now we'll talk about how carefully and how gently you have to go into these, into the whole area of stress and trauma in a minute in the webinar. So I'm going to ask you to be very, very careful with this exercise and only take it nice and gently. Und wir werden darüber jetzt im weiteren Verlauf des Webinars noch sprechen, wirklich wie vorsichtig und sanft man überhaupt da herangeht an alles, was mit Trauma zu tun hat. Und deswegen auch, was wir jetzt machen mit dieser Übung, macht das bitte ganz vorsichtig und sanft. Okay, so we're going to try and get into a neutral kind of space. We're just standing feet shoulder width apart. Und versucht in eine Art neutralen Zustand zu kommen und steht vielleicht so ein bisschen schulterbreit auseinander, die Füße schulterbreit auseinander. Okay, and what I'd like you to do is just very gently and easily, okay, just take your mind back to a time when you did feel that you were under stress. Und dann nehmt es ganz sanft und einfach und entspannt, geht es an und denkt an eine Zeit zurück, in der ihr euch geistig oder emotional unter Stress wart. Okay, so you're taking your back there, and as you do that, I just want you to just tune into your body energy and just see if you notice any movement of energy or anything happening with your energy anywhere in your body. Und dann stimmt euch ein auf eure Körperenergie und seht, ob es irgendwelche Bewegungen gibt im Körper, irgendwelches andere Dinge zu spüren, wenn ihr euch darauf einstimmt. Okay, so just observe what happens with your energy. Und beobachtet einfach, was mit eurer Energie passiert. Okay, and now try and turn that into an image that you can draw. Und dann versucht es in eine Art Image, in ein Bild zu bringen, zu verfassen und versucht es in dieses Kästchen einzuzeichnen auf eurem Blatt Papier. And then I'd like you to draw that, just a simple drawing of the main energy movements you felt. Und dann malt eben diese hauptenergetische Bewegung, die ihr gefühlt habt, die malt ihr dann auf das Papier, in das eine Kästchen. Okay, and then as soon as you finish the drawing, the next very important phase is to shake out the any feelings that you've got in your body. So we'll just do that. You want to do it quite strongly. You're just going to actually shake out. You might want to make some sounds. Send the breath into those parts of your body. Und was wichtig ist jetzt wirklich, wenn sobald ihr dieses Bild gemalt habt und fertig damit seid, euch richtig gut auszuschütteln, speziell die Körperteile, die unter Spannung waren, wo ihr Bewegung oder so geführt hat, richtig kräftig ausschütteln, alles wieder abschütteln. Okay. And just keep... Ihr dürft ruhig auch Töne machen oder Laute von euch geben, wir hören euch ja nicht hier. I'm still shaking. Nur yeah, just shake until you get it right out and then you can go back into the neutral state again. Okay? Also Cliff schüttelt sich immer noch kräftig aus, das könnt ihr ruhig auch noch machen, macht es so lange wirklich, bis ihr das Gefühl habt, dass ihr wieder im neutralen Zustand seid. Okay, so just to finish the exercise, let's go back to a time in your life where you felt very, very calm and happy and peaceful. Und dann gehen wir jetzt in eine Zeit, in der ihr euch sehr ruhig und sehr glücklich und friedvoll gefühlt habt in eurem Leben. Denkt an diese Zeit. Okay, and the same thing, just observe how your energy moves when you do that. Und dann beobachtet, wie die Energie sich bewegt im Körper, was passiert, wenn ihr das tut. Okay. Okay. And now turn that into an image. Und dann versucht das auch wieder als Bild darzustellen. Okay, and then draw that and contrasting in. You can draw it as an abstract picture. It doesn't have to be figurative. It's just a record of how you felt. Und das malt ihr dann in das andere Kästchen auf eurem Blatt Papier. Das muss jetzt kein wirklich Gemälde sein, es kann auch etwas Abstraktes sein, einfach als Kontrast dazu, zu dem, was ihr eben vorher gerade gefühlt oder eben auch dann gemalt habt. Okay, and you can actually, like, if you had any strong experiences, you can always type them in the question field and we can read some of them as we go along. You know, if you want to type in some of your experiences, we'll read them as we go along. Wenn ihr starke Empfindungen vielleicht gehabt habt und auch vielleicht dazu Fragen habt, dann könnt ihr das gerne eben auch eintragen in dieses Fragenfeld und sozusagen einschicken. Vielleicht kann das dann auch beantwortet werden. Okay, and if you want to put your hand up and if you've got audio, then that's fine too. We can maybe put you on air and you can talk. Oder wenn ihr eure Hand heben möchtet, wenn ihr ein Audiosystem habt, dass wir euch hören können, dann kann man auch das gerne machen. Okay, now the shaking is really important because what we were doing there is we were kind of simulating the natural trauma discharge or stress discharge physiological response that the animals do when they discharge stress in the body. Und das Ausschütteln ist eben deswegen so wichtig, weil wir jetzt das eben gemacht haben als Versuch, eben dieses natürliche Ausschütteln oder Entladen von Trauma, so wie die Tiere das machen. Okay, and maybe at the end of this webinar, you might want to look back at your drawing and see if you can identify any of the meridians or the energy movements that we will look at in more detail as we go through. Yeah. oder am Ende des Seminars, dieses Webinars, wollt ihr euch dann vielleicht nochmal das, was ihr gemalt habt, anschauen und gucken, ob ihr irgendwas findet, irgendwelche energetischen, irgendwelche Meridiane, die ihr vielleicht wiederfindet, was ihr, oder energetische Bewegungen für das, was wir jetzt noch besprechen werden, dass ihr etwas wiedererkennt eventuell. Okay, great. So now let's go on with the webinar slides. We're going to look a little bit at questioning, how to work questioning. Und wir machen jetzt ein bisschen weiter mit dem Webinar, mit diesen Dias, und es geht um die Befragung, um das Fragenstellen. All right, okay. Okay, we're getting some, just to break for a second, we're getting some information in of the experience. I'm just going to have a look in myself and have a look at some of this. Oh, yeah, okay, this is interesting. Under stress, this is Helene. She's written in that under stress, the heart was strongly agitated, the head felt like it was full of electricity, and the hara and the legs were empty. So did you get that, Annette? It was a bit fast, actually. Could you repeat that? Yeah. The heart was strongly agitated. So the heart was strongly agitated. Yeah. Mm-hmm. Head felt like it had electricity in it. Und der Kopf hat sich so angefühlt, als wäre Elektrizität im Kopf. Okay, and the hara and legs were empty. Und das Hara und die Beine haben sich eher leer angefühlt. What you've got there is you've got basically a yin deficient pattern because you've got the lack of grounding and you've got this agitation. So you've got like a yin deficient thing. We'll look at that more closely when we do some TCM stuff later on. Yeah. Und was man jetzt da vielleicht sagen kann, es ist eher ein Yin-Mangel. Das heißt, es ist eben, es fehlt, es ist ein Mangel an Erdung. Right. Und darauf werden wir auch jetzt noch später drauf zurückkommen. And the interesting thing, she's just added to it, and she said that when she was discharging, she felt a movement up into the throat, and what that would be liver stagnation moving, because the liver pathway goes into the throat. So there's quite a lot of different meridians there. There's, you know, there's the yin, TCM yin, you've got the heart not calmed, and you've also got this discharge of the liver qi, which we'll look at in more detail as we go on with the webinar. Yeah, so that, yeah. Und was sie eben beim Entladen, beim Ausschütteln dann festgestellt hat, ist eben, dass es dann eine Bewegung nach oben gab in die Kehle Richtung Hals, und das spricht auch eben für Leberstagnation. Wenn nicht das bewegt, geht es Richtung Kehle, und das Herz war eben nicht ruhig und so weiter. Noch verschiedene Details, auf die wir später oder jetzt gleich dann auch noch zu sprechen kommen. Okay, Hannah's got an interesting question. She says, how often should you repeat this exercise? Und eine interessante Frage von Hannah: Wie oft sollte man diese Übung wiederholen? Okay, this exercise is just an illustration, really. I mean, you can do it as much as you like, but I would say that you've got to be careful that you don't go, and that's why right at the beginning I asked you to go gently, because you don't want to go too deeply into memories of trauma, and we'll find out why in a minute when we do this thing on questioning. Und es war einfach nur zum Illustrieren, einfach zum Zeigen gedacht, und deswegen habe ich am Anfang auch schon gesagt, warum man eben das sanft macht, also eine sanfte Herangehensweise, und man nicht zu stark in diese tiefe körperliche Trauma-Erinnerung gehen möchte. Oh, we've got Marina as well. Hi, Marina. She felt a spiral of energy going up to the right, away from the heart. She says that's what she felt. So that was interesting. That's another Shen-related movement. Marina hat auch noch eine interessante Erfahrung, eine Art spiralförmige Energie, die dann aufstieg. Das hat eher eben mit dem Shen zu tun. Oh, we're getting lots in now. What is it? We've got Stephanie Paul. She says, what does it mean if there was a lot of energy in the legs and the rest of the energy accumulated in the solar plexus? Yeah. Das heißt, Stephanie, okay, viel Energie in den Beinen und eben der Rest der Energie im Solarplexus. Was hat das zu bedeuten, oder was könnte das bedeuten? Usually in the solar plexus, that's usually the heart protector or the heart meridian, unless it's lower down. Sometimes it's the spleen knotting, which we'll go on to that in a little bit later when we do the theory. Yeah. Also Solarplexus hat oft eben mit dem Herz oder kann mit dem Herz zu tun haben, und wenn es ein bisschen tiefer ist, kann es auch manchmal mit der Milz zu tun haben, dass die Milz sich sozusagen, wie es genannt wird, verknotet. Darauf kommen wir auch später noch. And often if you get energy in the legs, it's often related to either the kidney or the liver meridians. It depends. That's the most common. It can be any meridian, but they're the most common ones. Also in den Beinen, wenn es um die Energie in den Beinen geht, ist es oft oder meistens ist es Niere oder Leber. Es könnten auch noch andere Meridiane sein, aber das sind die üblichen oder häufigsten. Okay, so going back to the slides, with the questioning, you have to be really, really gentle. If you suspect that there is some kind of stress or trauma response going on with your clients, because there's a lot of it around, and you will start to identify. The more you know about it, the more you'll identify it in your clients. The most important thing is to be very gentle with the way you do the questioning. Und was eben ganz wichtig ist, um das nochmal zu betonen, wenn ihr eure Patienten befragt, dann ist es wichtig, ganz sanft vorzugehen, vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht den Verdacht habt, dass es ein Trauma irgendwo sein oder geben könnte. Und je mehr ihr euch damit auskennt, umso mehr werdet ihr das auch identifizieren, auch immer, dass es relativ häufig vorkommt. One way you can do that is by using the clean question system, the clean language system. What that does is that allows the client space to get in touch with their somatic experience of the stress. Und was man tut, ist, was man eben sogenannte die Clean Language, was im Deutschen auch so beibehalten wird, wörtlich übersetzt würde es heißen saubere Fragestellung. Also es ist in diesem Sinne, da steckt eine ganze Philosophie dahinter, man offene Fragen stellt. Also dass man dem Patienten oder Klienten möglichst viel Raum gibt, um selbst zu spüren und selbst in die körperliche Erfahrung zu gehen und das zu beschreiben. Okay, and then the other thing that we're going to do in the workshop, and one of the techniques that we can use, advanced energy work techniques, is to actually plot a timeline when we do the diagnosis and when we do the scanning, and we can actually kind of build up a picture of how the meridians and how the energy field reacted to stress or trauma over time. That's an advanced technique. Und wir können auch zum Beispiel diese sogenannte Zeitachse mit einbauen, also wenn wir einen Scan machen oder wenn wir Diagnose machen und noch diese Zeitachse mit zunehmen und dann, um zu sehen, wie hat sich eben deren Energiefeld verhalten sozusagen, was ist passiert im Laufe der Zeit. Okay, one of the important things that we can do is we can just sense the energy field around the person. It's almost like feeling an atmosphere, and you'll start to sense as you're doing the question, you'll start to sense when that origin of the stress or the trauma comes into the field. And it may be at a subconscious level for the client. It may just be that they're tapping into that memory or that energy of that stress or trauma in the past. Und wenn ihr also diese Fragen stellt und dann einfach eben spürt oder wahrnehmt, wie ist das Ki, und ihr spürt auch die ganze Atmosphäre, die da ist, zu sehen, wo ist vielleicht der Ursprung dieses Stress oder dieses Traumas, und es mag eben auch vielleicht unbewusst sein. One of the reasons why Shiatsu is so powerful is because we can work at a body level, body energy level, because conventional talking therapy has been shown to be sometimes detrimental, because by continually going back and reliving the trauma in the mind kind of thing, what happens is it just reinforces the trauma response. Unless it goes into the body and is discharged, it's always be there being reinforced. So that's one of the really valuable things about Shiatsu or other forms of body work. Und die Sache, warum Shiatsu jetzt eben wirklich so gut ist in diesem Sinne und sehr powerful sozusagen, ist einfach, dass wir auf der körperlichen, energetischen Ebene arbeiten, im Gegensatz vielleicht zu konventioneller Psychotherapie oder verschiedenen Methoden, in denen man einfach immer wieder zurückgeht und zum Beispiel im Geiste nochmal das Trauma vielleicht wieder erlebt und es einfach tatsächlich vielleicht sogar noch verstärkt wird, diese Traumareaktion. Und insofern ist es beim Shiatsu eben sehr wertvoll auf die Art und Weise, wie wir damit arbeiten. Okay, here's a table from the workshop. I have got a German one in process of being made, but this is the English version. I couldn't get it all on one slide, so I thought we'd just stick with the English one for now. But I will get a German one ready for the weekend, this weekend when I'm teaching in Berlin. Okay, und hier seht ihr jetzt praktisch diese Tabelle, die ist auf Englisch, die gibt es auch auf Deutsch. Und es war eben nur etwas schwierig, das Englische und das Deutsche in diese eine Tabelle zu bekommen. Aber die guten Nachrichten für diejenigen, die in Berlin Seminar teilnehmen werden, die werden das natürlich dann auf Deutsch auch bekommen. Okay, now if you look back at your picture that you drew and the experience you had when you just gently went back into the somatic feeling of the stress that we just did. Wenn ihr nochmal euer Bild anschaut, das ihr gemalt habt, als ihr eben euch vorsichtig in diese Stresssituation begeben habt. Okay, you may have felt this any combination of these different common symptoms that are related to the trauma response. Und ihr habt vielleicht einiges oder eben eine Art von Kombination dann erfahren von die verschiedenen Arten, wie man reagieren kann eben auch. If you got more active, really active, it's likely that you're tapping into the adrenal response. Also wenn ihr eher mehr aktiv wart, dann ist es eher eben sozusagen die Nebennierenreaktion, also zum Beispiel, dass Adrenalin ausgeschüttet wird. If you felt yourself freezing or going numb, you probably were tapping into the freeze response. Und wenn ihr euch jetzt eher sowas wie eingefroren gefühlt habt oder eher auch eine Art Taubheitsgefühl entstanden ist, dann seid ihr eben eher in dieses Einfrierreaktion oder in diese Schockstarre vielleicht gegangen. If you felt kind of just a bit detached from everything, then you were probably tapping into the dissociation phase. Und wenn ihr euch eher so ein bisschen abgetrennt gefühlt habt von verschiedenen, oder wie es hier steht, vom Leben abgetrennt, dann geht es eher in diese Dissoziation. If you felt anger or frustration coming up or tightening in the body, then the chances are that you were tapping into undischarged energy from the trauma. Wenn jetzt eher Ärger und zum Beispiel auftauchte, wie es hier oder in dieses, dann ist es eher, dass es in diese nicht entladene Energie gegangen ist. Okay, and they're those four are the main ones. What can happen is you can go into this grief phase, which is basically when you kind of get stuck in life because of the non-discharge of the trauma response, and that's when you get more of a kind of grief or a sorrow thing going on there. Und das waren jetzt eher so die vier Hauptarten, wie ihr reagieren kann oder auch eine Kombination davon, oder man kann eben auch in diese Art Traurigkeit oder Kummer und Trauer gehen, wenn man zum Beispiel eben nicht das Entladende hat und dann eben hängen bleibt in dieser Energie. Because we did it very gently and we didn't go into it too deeply, it's unlikely that you would have had any of this shaking response. But this is the kind of thing that will happen to your clients. You will find this happening with your clients. Und weil wir es sehr sanft gemacht haben, sehr vorsichtig gemacht haben, werdet ihr das wahrscheinlich eben nicht so unbedingt erfahren haben. Aber bei Klienten kann es eben durchaus passieren, dass so. Okay, and for me, this is one of the most important aspects of understanding about the process of trauma discharge. This is really, really useful because if you get a client that goes into the discharging phase, it can be very frightening. And if you don't understand what's going on, as I didn't before I studied and I started working with clients over a number of years, it can really unground you. So it's definitely something to understand when your clients go into that discharging phase. Und ein wichtiger Aspekt wirklich ist, das Verständnis zu haben, wenn eben so eine Art Trauma, also diese Energie entladen wird, wenn also tatsächlich einer eurer Klienten vielleicht während der Behandlung in diese sogenannte Entladungsphase kommt und ihr habt eben kein Verständnis davon, dann kann es ziemlich enterdend sozusagen für euch sein, also für euch auch und insofern auch für den Klienten. Okay, let's just have a look here. We've got some other people. Oh yeah, we've got Andrea, who's just sent us a message. She's just saying that the feeling of not being able to breathe, is that related to the freeze response? Und das Gefühl, also nicht atmen zu können, ist das in Bezug auf diese sogenannte Einfrierreaktion? And it often is, in my experience, that feeling. The other thing, oft. Yeah, it's often that. Sorry, often. Yeah, oft ist es so, zumindest in der Erfahrung von Cliff hat es eben mit dieser Einfrierreaktion zu tun. The other thing it can be is if you get extreme stagnation of the liver, because the liver channel runs in the thoracic, what can happen is the whole thorax can kind of freeze up with liver stagnation, and that's another real common one, because it will also affect the diaphragm, and that liver stagnation can cause that. So it's often related to the freeze-response, it's often related to the liver meridian. Yeah. Und es ist tatsächlich eben oft in Bezug auf die Leberstagnation, was eben dann sein kann, dass es eben durch diese Energie, dass es auch den ganzen Brustkorb praktisch mit einfriert, und eben insofern kann auch das Diaphragma, also das Zwerchfell und somit die Atmung davon betroffen sein. Okay. Catherine had an interesting thing to type in. She's wondering about what happens when she gets like electric feelings around her body, and then she got warmth in her hands. Und eine andere Frage war noch, wenn man so eine Art elektrisches Gefühl im Körper hat oder zum Beispiel warme Hände bekommt. Okay, those electric things are usually related to the adrenal response. They, in TCM terms, they would be like the kidney yang, or the kidney yang aspect, which would give us that warm feeling and that active feeling. Und das hat eben normalerweise mit der Nebennierenreaktion, also mit Adrenalin auch häufig zu tun, und das ist dann eben der Nieren-Yang aspect in der TCM. Okay, so let's just have a look at temporal scanning. This is an advanced technique that I use a lot in my own practice. I know you use it as well, don't you, Nicole? Yep, Nicole uses it a lot. She's actually taken the course that I'm teaching in Berlin this weekend. And it's really useful. It's a really useful technique because what it does is it allows you to go back and start unlocking the trauma response at the origin of it, rather than having to go back through the layers. And it can mean that you can kind of get to a deeper level more quickly. Okay, could you? I say that again. A little shorter. Yeah. No, it's all right. Yeah, okay. The timeline is a way that you can scan back through time and get higher diagnosis at certain points back in time, and that's useful because you can go more directly into the energy patterns. Yeah. Und wenn wir eben diese sogenannte zeitlichen Scan machen, was eine fortgeschrittene Technik ist, dann kann man eben direkt über die Hara-Diagnose, wenn man in dieser Zeit zurückscannt, praktisch darauf hineingehen, um diese Traumareaktion wieder aufzulösen, könnte man sagen, und durch verschiedene Schichten gehen zu können und so auf eine tiefe Ebene zu gelangen durch diese Arbeit. Okay, and you can do a body scan very similar to what we did in the exercise, but on your client, or you can actually get a Hara diagnosis, a Kyoenjutsu diagnosis from the past. Oder man kann eben einen Körperscan machen oder eine Hara-Diagnose, Kyoenjutsu am Klienten. Okay, so that's the kind of diagnosis area covered, and now we've got the theory of how we can link Shiatsu and TCM theory to the different trauma responses. Und das war jetzt zuerst eben der diagnostische Teil, und jetzt kann man eben sehen, jetzt kommt der theoretische Teil, wie kann man Shiatsu und TCM-Theorie eben mit der Traumareaktion verbinden. And that's fantastically useful because what we can do then is we can use the TCM, we can use points, the action of points, we can use the Kyojitsu reaction, we can use all the tools that we have, and we can use them really in a very useful way to help our clients. Und was wir eben dann machen können, wir können eben die TCM-Theorie benutzen, wir können Punkte benutzen, wir können die Aktion der Punkte nutzen und eben auch natürlich die Kyojitsu-Reaktion, mit der wir arbeiten. Okay, so look, here we go. Here it is. Look, the adrenal response. We were just talking about that earlier. There's the kidney yang. Here we are, kidney yang. Okay, in TCM, that's when you get the warm hands, the electricity moving about. Okay. And if it's prolonged and you get yin deficiency, that's when you lose your grounding. Remember someone earlier said they lost their grounding? So there we are. That's that really important thing to understand, kidney yin and yang. Und hier haben wir das, über das, was wir gesprochen haben, eben in Bezug auf Kampf oder Flucht, wenn eben die Nebennierenreaktion stattfindet und zum Beispiel Adrenalin ausgeschüttet wird, dann haben wir eben dieses Niere-Yang in der TCM und auch im Yin, falls es anhaltend ist, dann eben entsteht das, dass wir praktisch unsere Erdung verlieren, wie wir das vorhin eben auch gerade schon besprochen haben. Okay, and then we've got the freeze response. Look, we've already discussed this. It's come up with your experiences. We've got this liver-heart connection we were talking about, affecting the diaphragm, all the fire element meridians, and the liver and gallbladder meridian. That's partly the freeze response, which is because it's to do with the shock and the stagnation of qi. Und was wir eben schon besprochen haben über diese sogenannte Einfrierreaktion oder in diese Schockstarre gehen, ist eben die Manifestation von der Leber-Herz-Verbindung, eben zum Beispiel betroffen das Diaphragma in Bezug auf die Atmung und auch die, wie ihr sehen könnt, die Feuermeridiane und eben auch Leber-Gallenblase hier steht, und das ist eben durch diese Schockzustand. Okay, and of dissociation you'll probably be not surprised to hear is to do with the Shen disturbance. Remember that mentioned that right at the beginning of the webinar, shattered or floating Shen. Und die Dissoziation, was wir besprochen hatten, erinnert euch, hat oft mit dem Shen zu tun. Also wenn Shen-Störungen da sind, wenn das also verteilt ist, zerstreut oder schwebendes Shen. Okay, and then if you get out of body experience, that's actually the Hun disturbance, which is related to the liver in TCM. Und wenn ihr tatsächlich Erfahrung habt, dass ihr den Körper verlasst, dann hat es eben mit Störungen im Hun zu tun. Und das hat eben zu tun mit der Leber. Now what happens if it's left and not discharged is that inevitably that stagnation of energy will affect the liver and you get classic liver qi stagnation symptoms. Und wenn es eben tatsächlich übrig geblieben ist und diese Energie eben nicht entladen werden konnte, dann ist das, was übrig bleibt, die eben Leber-Qi-Stagnation. Okay, if it goes into grief, long-term grief, then we have, or holding on, then we've got lung and large intestine as the main function. Wenn es eben auf längere Sicht dann ist, wenn man es eben in diese Trauer, in diese Kummer-Sorge auf lange Sicht gesehen kommt, dann haben wir eben Lunge und Dickdarmfunktion. And then when you have the shaking response, what that is in TCM is called liver wind. It's when the wind, kind of the stagnation turns into heat and wind, and it gives you that shaking. And that's part of the liver discharge. Yeah. Und was wir dann haben in diese schüttelnde Reaktion, dieses Entladen, also wenn die Stagnation eben sich entlädt, dann entsteht Hitze und Wind, und das ist eben der sogenannte Leberwind, wie es hier in der TCM heißt. Okay, we've got lots and lots of questions coming in. I'm sorry, we're not going to have a chance to answer them all right now. But one I've just noticed is someone, Paige Vassen has asked, can there be more than one response, like freezing and numbness as well as dissociation? That's what he asks, or she asks. Yeah? Can there be more than one response? Also es gibt viele Fragen, die wir leider nicht mehr alle beantworten können, weil die Zeit uns davon rennt. Aber eine Frage gibt es eben verschiedene Möglichkeiten zu reagieren, zum Beispiel eben Einfrieren und Taubheitsgefühl oder verschiedene Kombinationen. Okay, and the answer to that is yes, definitely. You often get combinations of them as part of the undischarged response. And really, the skill is kind of locating and finding out the balance of all the different combinations and linking them up with the Techniques. Und die Antwort eben ist ja, es gibt oft eben Kombinationen, wenn es nicht entladen ist, diese Energie, und dann versucht man eben eine Balance zu finden und eben zu sehen, wie arbeitet man mit welchen Meridianen, um eben wieder ein Gleichgewicht im Körper herzustellen. Okay, and once you've identified the through the Hara diagnosis and the body scanning and the questioning, then you can go on to the treatment strategy, which is based on basically the actions of all different points that have different functions related to the energetics behind the pattern. Und was hier eben, dann kommen wir eben in die sogenannte Behandlung. Dann sieht man die Traumareaktion, wie kombiniert man eben das mit der Behandlungsstrategie, welche Punkte benutzt man, zum Beispiel welche Aktion der Punkte steht dahinter, was bewirken sie im Körper, wenn man mit diesen Punkten arbeitet. Okay, and there's this is one of the handouts I'll be using in the workshop, which we'll be going through all the different treatment techniques and the different methods that you can use for treating different combinations of trauma response. Und das werden wir eben zum Beispiel auch in dem Seminar, was in Berlin stattfinden wird, an diesem Wochenende, am nächsten Wochenende, wie behandelt man dann verschiedene, mit welchen Techniken behandelt man was, um das eben abzukürzen, das werden wir im Detail dann noch besprechen. Okay, so putting it all together, the first thing is you probably will, what will happen after this webinar is you'll start to detect trauma symptoms. Und was eben nach diesem Webinar passieren wird, ist, ihr werdet eben hoffentlich das können oder ausprobieren, eben diese sogenannten Traumasymptome aufzuspüren und wahrzunehmen. That will lead you to gently start questioning them into the somatic memory, whether they bring it consciously, fully consciously or not, just you'll feel the atmosphere as you go into the questioning. Und dann werdet ihr eben diese sogenannten offenen Fragen stellen, indem ihr sanft versucht, in diese Richtung somatisch zu gehen, egal ob das jetzt vollkommen auf der bewussten Ebene oder eben nicht auf der wirklich bewussten Ebene stattfindet. Okay, then we can use the timeline and the temporal scanning to sharpen up the diagnosis to get more specific. Und man kann eben dann diese Zeitachse und diesen zeitlichen Scan nutzen, um die Diagnose noch zu spezifizieren, zum Beispiel. Okay, and then we can start looking to see what the dominant trauma response is. Und dann kann man zum Beispiel auch sehen, was ist die dominante Traumareaktion. Okay, and then we can treat using obviously the normal techniques, and there's obviously special techniques that I can show you in a workshop on how you can work directly with different trauma responses. So, yeah. Und dann könnt ihr natürlich verschiedene Methoden nutzen, natürlich ganz klassisch Kyoshitsu und auch verschiedene Punkte, die bestimmte Dinge bewirken, worauf ich dann natürlich näher erst in dem Seminar eingehen kann. Okay, and look at that, it's 8:30. Okay, it's 8:30 already. The time has flown past. It's flown past. So okay, hier ist es natürlich nicht 8:30 Uhr, sondern 9:30 Uhr, 21:30 Uhr. Okay, I'd just like to get Paula, Paula Haruth from the Zen School on the line. Can you hear me, Paula? Yeah, hello, everywhere, and all the people in the world. Yes. Very interesting to have so many people there. Yeah, it's great. We actually had 81 people sign on. That's incredible. We had just over 100 register, and we had almost like 80% turn up, which is unbelievably high. That's the highest. I think that's a record for attendance. That's fantastic. Yeah. Yeah. Yeah, thank you, Cliff, very much for this many informations and also for your wonderful translation, Annette. Und ja, für die ganzen deutsch sprechenden Menschen würde ich gerne noch sagen, dass wir ja sowohl am Freitag gibt es einen Vortrag mit Cliff über das Thema, und am Wochenende haben wir ein Seminar über das Thema mit Cliff, und am Montag gibt es nochmal einen Extratag, und für alle drei Veranstaltungen haben wir noch einige oder wenige Plätze frei. Also wer noch daran teilnehmen will, meldet euch bald an, und ihr werdet die Adressen zum Anmelden in eurer E-Mail erhalten. Ja, ich danke euch. Okay, great. I didn't understand any of that, but I can never mind. No, exactly. You want English translations, just in case English people would like to come. Actually, there are a few places available. Okay, yeah, sure, yeah. Workshops. Yeah, just. But you can do it. Yeah, okay, yeah, sure, yeah. If you'd like to come, I think there's still a few places left. I'm coming this weekend. I've got my flights booked. The workshops. A really interesting one, isn't it? Nicole's done it, yeah, and it's a great workshop, and it really will help you. I'm sure help your clients. There's such a lot of trauma, stress and trauma around, and it's really great to be able to work it. Okay, so I'd like to say I'm going to get back into being translation now. Thank you so much, Annette. Annette, it's always a pleasure working with you. You can translate that if you like. Well, always a pleasure working with you. I can translate this together. Yeah, okay. Yeah. It's our pleasure working together. So Cliff und ich arbeiten sehr gerne zusammen, und Cliff bedankt sich hiermit für die Übersetzung. Sehr gerne, jederzeit wieder. Anytime again, Cliff. Yeah, sure, great. And thank you very much to Paula for inviting me to Berlin. I always love coming to Berlin. I'm sure we're going to have a great time in your school. Yeah, thank you very much. Yeah. We will like it too. Yeah. Okay, great. So Paula, I'll see you later on in the week. And if you'd like to join the workshop, please join us. I'm going to end the webinar. Thank you very much for attending. Thank you. Vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Danke an alle. Wer eben noch teilnehmen möchte, kann sich bei Paula Haruth melden. Die E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Es wird ein wunderbares Seminar werden, sagt Cliff noch. Und es gibt so viel Stress und Trauma wirklich überall. Also wird sicher sehr nützlich sein für alle, die daran teilnehmen. Okay, bye everyone. Bye. Okay, thank you, Cliff. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, everyone. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Gute Nacht.